Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Adventblasen, Weihnachtsgeschenke und Nikolausfeier, das sind die Stichworte zu den Beiträgen unserer Sendung. Zu Gast sind wir in dieser Woche im Spielwarengeschäft der Stadtwerke Mürz-Zuschlag. Der Spielwarenhandel der Stadtwerke Mürz-Zuschlag in der Wiener Straße 3 wurde vor fast 3 Jahren gegründet. Seitdem profitieren die Kundinnen und Kunden vom Spielespaß für Groß und Klein. Die Bandbreite an verschiedensten Spielwaren ist vielfältig. Vom Bastel über Gesellschaftsspiele oder Konstruktionsspielzeug bis hin zu Lego, Playmobil, Puppen und Plüschtiere für Säuglinge. Hier gibt es einfach alles, was das Kinderherz begehrt. Als zusätzliches Service werden die Einkäufe besonders schön verpackt. Das Weihnachtsfest rückt immer näher und im Spielwarengeschäft der Stadtwerke Mürz-Zuschlag findet das Christkind garantiert die passenden Geschenke für die Mädchen und Buben. Wie in den vergangenen Jahren lud die Gemeindevertretung von Mürz-Zuschlag zum feierlichen Adventblasen auf den Stadtplatz. Dabei wurde auch das weihnachtlich geschmückte Adventplatzl mit Handwerkskunst, kulinarischen Genüssen und Musik eröffnet. Ohne Schnee, aber bei winterlichen Temperaturen ist bei der Eröffnung des Adventplatzls in Mürz-Zuschlag bei den Besuchern weihnachtliche Stimmung aufgekommen. Für die musikalische Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres sorgte auch dieses Mal das Bläserquintett der Johannes Brahms Musikschule. Begrüßt wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher durch Kulturreferent Horst Berger. Wir haben uns das Traditionelle gehalten, wir haben gesagt, unser Adventplatzl, klein, aber fein. Aber es gibt, allein wenn man herkommt am Stadtplatz, sieht man schon die Beleuchtung, da hat sich einiges getan. Und beim Programm hat sich auch einiges getan. Also wir haben jetzt jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 17 Uhr Programm hier. Also es werden Chöre auftreten, Eisenbahnermusikverein Böhler, Kapelle tritt auf. Es wird die Tanzgruppe Sensations hier sein. Also um 17 Uhr gibt es immer Programm. Und Kinderprogramm gibt es Donnerstag, Freitag, Samstag von 15 bis 17 Uhr. Da wird der Brief ans Christkind geschrieben, es wird gebastelt. Heute haben schon Kekse gebacken, also nicht jetzt diesen Lebkuchen, aber Kekse gebacken. Also es gibt immer was zu sehen und es soll auch ein Platz sein, wo die Leute einfach zusammenkommen und gemütlich zusammenstehen und vielleicht ein bisschen besinnlich aufs Christkindl warten. Horst Berger und eine Abordnung der Stadtgemeinde Mürz-Zuschlag versorgten die zahlreichen Gäste dann mit leckeren Lebkuchen. Und wie schmeckt jetzt die köstliche Leckerei? Sehr gut. Geschmackig. Vertreten am Mürz-Zuschlager Adventplatzl auch wieder das Rote Kreuz. Und da gab es Wärmendes für die kalte Jahreszeit. Wir haben Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Tee, also alles selber gemachte Sachen wieder. Nächste Woche stehen wir noch einmal, da haben wir Keks und Handarbeit auch noch dabei. Und die Jugend hat auch noch, ist auch nächste Woche noch. Und wir freuen uns immer, wenn wir stehen. Danke der Gemeinde, dass uns das ermöglicht. Ich wünsche eigentlich alle einen schönen, wunderschönen Advent. Bei den kalten Temperaturen war Mann und Frau natürlich froh über Flüssiges zum Aufwärmen. Was habt ihr denn da kurz? Oh, Glühwein dürfte es sein. Braucht man bei der Kötten, gell? Ja, auf jeden Fall. Du tust da nur Hände warmen, oder? Mit dem Glühwein trinken nicht. Oh ja, ein paar nehme ich. Sind gut. Sind gut. Euch schmeckt es auch? Danke, ausgezeichnet. Vom Rettungsstand. Der ist immer gut. Zur Tradition am Adventplatzl gehört auch weihnachtliches Kunsthandwerk. Und hier gab es dieses Jahr wieder eine große Auswahl. Mit dabei auch Leckeres von den heimischen Bienen. Waldhonig haben wir sehr viel. In Killerform, halbe oder auch Viertelkiller. Dann haben wir in Cremehonig und dann haben wir Honig mit gefriergetrocknete Früchte, so wie Apfelzimt oder Haselnuss. Heidelbeere, Erdbeere, Himbeere, also die ganzen verschiedenen Früchte. Von den Bienen kommt aber nicht nur Süßes für den Gaumen. Ganz verschiedene Bienenwachskerzen, so wie Schneemann haben wir auch, Rose oder auch Stumpenkerzen für einen Adventkranz. Vertreten am Adventplatzl auch Anita Pusterhofer aus Langenwang und sie hatte so einiges im Gepäck. Hausgemachte Salze, Brot, ein Apfelbrot oder Aufstriche, Fruchtaufstriche, Räucherware. Ganz neu haben wir den Schrub, also das ist ein Spezialessig, Fruchtsirup mit Essig, Äpfel zum Beispiel und Zucker. Zum Verdünnen oder einfach mit Sekt aufgossen oder zum Kochen, für Käse, zum Verfeinern. Ja, das sind meine Produkte, die ich jetzt da präsentieren möchte.
Das Adventplatz am Mützzuschlager Stadtplatz ist also wieder zu einem gemütlichen Treffpunkt geworden, wo man sich so richtig auf Weihnachten einstimmen kann. Ein Platz, an dem man aber auch nach einem Einkaufsbummel so richtig entspannen kann. Weihnachten ist auch ein Fest des Schenkens. Wir haben nachgefragt, welche Geschenke sich die Mürzerinnen und Mürzer unter dem Christbaum wünschen und ob sie dem Christkind beim Schenken helfen werden. Was wünschen Sie sich vom Christkind? Naja, in dem Fall Gesundheit. Gesundheit eigentlich, ja. Und Glück. Sind das schon Weihnachtsgeschenke? Das sind Weihnachtsgeschenke, ja, für meine Kunden. Was wünschen Sie sich persönlich eigentlich vom Christkind? Eigentlich bin ich wunschlos glücklich, sage ich ganz ehrlich. Gesundheit, Glück, sage ich mal, Gesundheit. So es passt, so es so weitergeht, wie es jetzt ist. Meine Wünsche sind, dass wir alle gesund bleiben und dass das neue Jahr besser wird als heute. Haben Sie Wünsche an das Christkind für heuer zu Weihnachten? Mein Gott, nein, ich höre schlecht. Nein, ich habe keine Wünsche. Nur gesund bleiben. Haben Sie Wünsche an das Christkind? Eigentlich nicht, nein. Gar nichts. Was Sie unter dem Christbaum liegen? Gar nichts. Ich habe keinen Christbaum auch nicht. Tut mir leid. Was soll ich mir wünschen? Einen Haufen Geld wünsche ich mir zum Christkindl. Das ist alles, was ich mir wünschen darf. Nicht? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich wünsche mir eigentlich nur Gesundheit und vielleicht eher so Richtung Reisen. Keine materiellen Wünsche eigentlich, sondern das Wichtige im Leben. Haben Sie Wünsche an das Christkind für Weihnachten? Ja, Gesundheit, dass es meiner Familie gut geht und sonst eigentlich nicht wirklich was, was mit Geld zu tun hat. Eigentlich, ich bin wunschlos glücklich. Also bei uns ist eh alle Tag Weihnachten, kann man sagen. In einem gewissen Alter halten wir alles. Ich hab 2 Wohnungen, ich habe 4 Bademänteln, ich habe 4 Fahrradeln, ich brauche nichts mehr. Haben Sie Wünsche an das Christkind? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich dankbar bin, zufrieden und dankbar bin, dass ich gesund bin. Wenn Sie an das Christkind jetzt denken, werden Sie dem Christkind eventuell auch helfen für das eine oder andere Überraschungsgeschenk für Ihr Leben? Ja, sicherlich. Ein bisschen schon. Ja, da muss man schon ein bisschen unter die Arme greifen. Besorgen Sie sich auch Geschenke für Ihre Angehörigen, für Ihre Lieben? Mache ich schon, ja. Für die Eltern, für die Geschwister, für die Nichten, ja. Und für Ihre Kunden, wie wir gehört haben. Und für meine Kunden auch, ja. Legen die Kunden darauf Wert? Legen nicht darauf Wert, aber es ist eine kleine Anerkennung, sage ich mal, für die jahrelange Treue der Kunden. Das sind immer bei einem Kaufen, sage ich mal. Das passt dann schon. Ja. Schenken Sie nun Ihren Angehörigen, Ihren Lieben etwas zu Weihnachten? Doch, ja. Aber meistens Gutscheine, damit sie sich selbst was kaufen können. Gell? Wie kommen Sie auf Ihre Ideen für Geschenke an Ihre Angehörigen? Jetzt habe ich zum Beispiel auf die Sonnenbrille meiner Frau geschätzt. Jetzt weiß ich, wer eine Sonnenbrille kaufen. Und ansonsten übers Jahr hindurch, was halt irgendwie nicht mehr so schön ist, das erneuert man halt. Ja. Schenken Sie nun an Ihre Lieben etwas zu Weihnachten? Ja, da schon. Welche Geschenke? Das will man gar nicht sagen können. Wissen Sie jetzt schon, welche Geschenke Sie auswählen? Nein, eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich da bin zu Weihnachten und dass ich mit einer zusammen Weihnachten feiere. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das ganze Jahr über schenkt. Und ich glaube halt immer, man ist sich selbst das beste Geschenk für den Nächsten. Also das denke ich immer so. Schon Tradition hat alljährlich am 5. Dezember am Vorplatz zum Mürzer Stadtsaal eine Nikolausfeier mit musikalischer Umrahmung und Geschenksackerln. Im Anschluss daran gibt es immer ein Krampustreiben mit den Ganzstauteufeln. Es gibt in Mürzzuschlag ein paar fixe Termine im Jahreskreislauf, die von den Kindern kaum zu erwarten sind. In den Tagen vor Weihnachten ist das die Nikolausfeier am Stadtplatz. Es ist Tradition, Mürzzuschlag immer gewesen, einen Krampustag zu veranstalten und einen Nikolausbesuch. Und es ist dann in der Zwischenzeit wieder verloren gegangen, aber Gott sei Dank in den letzten Jahren immer aufbauend mehr. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir so viele Kinder damit begeistern können. Darum hat der Nikolaus gleich ein paar Helfer mitgebracht,
die eifrig die Backerl unter den Kindern verteilten. Der Nikolaustag ist aber weit mehr als ein Tag der Geschenke. Der Nikolaustag soll uns daran erinnern, dass wir, jeder von uns, eigentlich auch so wie der Nikolaus sein sollten. Wir sollen den anderen Freude bereiten, wir sollen an die anderen denken. Und wenn es ihnen vielleicht nicht so gut geht, sollen wir helfen, damit es ihnen auch besser geht auf unserer Welt. Alle Hände voll zu tun hatten die Nikoläuser in Mützzuschlag. Ihr zotteliger Begleiter allerdings schien sich beinahe zu langweilen. Die Kinder sind so brav gewesen, dass ich wenig Arbeit habe. Na bitte. Keine schlimmen Kinder in Mützzuschlag. Schlimme Kinder gibt es nicht. Ja. Also, und ich bin jetzt erwachsen, also somit auch kein schlimmes Kind mehr, lieber Krampus. Ich bleib da. Und nicht nur er ist da geblieben. Auch wenn im Anschluss an die Nikolausfeier ein paar Krampusse und Beachten mehr am Stadtplatz zu finden waren, musste niemand von den zotteligen Gestalten wirklich Angst haben. Mit diesem Krampustreiben geht unsere Sendung auch schon zu Ende. Im Namen des gesamten Teams von TV Mühr sage ich Danke fürs Zuschauen. Übrigens, hier in der Spielwarenabteilung der Stadtwerke Mürzzuschlag gibt es viele Geschenke für Weihnachten, unter anderem auch eine intelligente Handpuppe. Du, Onkel Horst, ist TV Mürz schon aus? Ja, Froschi, TV Mürz ist schon aus. Juhu!